Erstmalig findet in Köln die Retro Classics Oldtimer-Messe statt. Bisher wurde die Ausstellung ausschließlich in Stuttgart gezeigt. Nun expandiert eine der größten Oldtimer-Messen der Welt auch nach Köln und Nürnberg. Hier treffen sich Fans und Sammler aus allen Kontinenten, um ihre Klassiker auszustellen. Einer von ihnen ist Walter Klein mit seinem Ford Taunus. Für mich ist der Reiz an diesem Auto, dass ich in Jugendjahren einen Freund hatte, der das gleiche Auto hatte und ich viel unter dem Auto gelegen habe und das Auto repariert habe, weil er zwei linke Hände hatte. Von historischen Traktoren über sportliche Ferraris und Porsche bis hin zu alten Formel-1-Boliden. Für Autoliebhaber gibt es auf der Retro Classics Cologne viel zu sehen. Wolfgang Schöneberg präsentiert mit seinem Ford GT40 einen Höhepunkt der Modellgeschichte von Ford. Der Reiz ist einfach, das ist ein Auto mit Rennsportgeschichte und es ist einfach spannend, da drin zu sitzen und zu fahren. Und der Urspann liegt eigentlich darin, dass ich als kleiner Junge den Wagen, also nicht genau den, sondern so einen Ford GT40 im Quartett hatte als Supertrumpf. Und damals schon gedacht habe, so ein Auto möchte ich auch mal haben. Ja. Ford nutzt auf der Messe die Chance, seine Schmuckstücke aus 85 Jahren Automobilbau auszustellen. Die Traditionsmarke spannt dabei mit 12 Fahrzeugen aus ihrer Klassikersammlung eine Linie, die vom A-Modell aus den 30er Jahren bis zur jüngsten Version des Ford Fiesta reicht. 1931 wurde die Produktion mit dem A-Modell, was wir hinter uns sehen, begonnen. Das war natürlich ein Meilenstein in der Geschichte der Ford-Werke überhaupt. Auch jüngere Autos sind heiß begehrt. Stefan Wackett vom Ford Youngtimer Club stellt hier seinen Ford Escort aus. Der Ford Oldtimer hat den Reiz, dass er sehr einfach zu handhaben ist. Man kann sehr viel selber dann reparieren. Ja. Die Ersatzteilversorgung ist relativ gut. Und beim Escort spezifisch durch den Draht nach England, da das Auto wie bei unserem Käfer war, ist da der Escort von den Marktanteilen. Und da werden also alle möglichen Teile nachgefertigt. Man kann also die Autos sehr gut selber reparieren. Seit 85 Jahren produziert Ford seine Autos in Köln. Seither hat sich viel verändert. Alleine für Ford Deutschland arbeiten derzeit mehr als 25.000 Menschen aus über 100 Nationen. Carsten Werner und Klaus Niederberger arbeiten seit 7 Jahren in der Ford Klassikabteilung. 1985 habe ich bei Ford angefangen, dann suchten die dringend Autoelektriker, ich war vorher 14 Jahre bei Bosch und dann hat sich das mehr oder weniger so ergeben. Am Anfang denkt man, ne, ist man nur noch eine Zahl, weil man vorher in einem kleinen Familienbetrieb war, aber da kann man doch seinen Weg gehen bei Ford. Weil man es damals noch gelernt hat, wie er schon sagte, die heutige Jugend kriegt es nicht mehr beigebracht, weil die Vergaser gibt es nicht mehr, Verteiler auch nicht, die kennen das gar nicht mehr. Und unser Eins hat es noch gelernt. Und da kommt natürlich dann wieder das Gelernte hoch und man erfreut sich daran, das doch noch so auszuüben, diesen Beruf. Unter den Ausstellern sind auch Tochterunternehmen von Ford, wie zum Beispiel Rinken. Das war im Grunde genommen die erste fremde Firma, die Ford gekauft hat. Und so ging das weiter bis heute, gehört Lincoln zur Firma Ford und die werden noch heute gebaut. Sie können super Autos in Amerika kaufen, Lincoln sind super. Sammlerstücke und Traumautos, die einen werden noch bewegt, andere werden gehegt und gepflegt, um sie für die Ewigkeit zu konservieren. Solche Schätze reisen auf dem Anhänger an. Ja, fahren eigentlich nicht, der wird eigentlich nur getrillert und nur auf Treffen und Veranstaltungen. Und dann fahren wir auf Rennstrecken, im Prolog. Ja, und dann, ansonsten steht er nur in der Garage und wird zugedeckt. Für die Retro Classics Cologne werden die Classic-Fans auch im nächsten Jahr ihre Schmuckstücke wieder aus dem Schönheitsschlaf wecken.